ist schon ein ziemlich harter Kampf, den der DAX hier am Widerstand kämpft. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Ja, es ist nicht diese Rallye, wie wir sie gestern hatten. Das war aber ziemlich klar, nachdem wir gestern ja geradezu durch die Decke geschossen sind. Da ist heute mal Pause angesagt. Der Tag fing eigentlich nicht wirklich gut an, nachdem in China richtig Druck aufkam. Viele Kommentatoren haben gerätselt, ja, was ist da los? Ist es, weil die Notenbank vielleicht dann weniger stimulierend wird, nachdem die Aktienmärkte so gestiegen sind? Alles Unsinn. Es ist Panik einfach aus dem Anleihemarkt an den Aktienmarkt übergegangen. Ich hatte das schon öfter thematisiert. Jedenfalls der DAX zunächst mal dann etwas schwächer unterwegs unter der 10.300er Marke, aber dann eine gewisse innere Stärke, die man dem Index einfach zubilligen muss. Die hat dazu geführt, dass dann der DAX jetzt doch wieder eben diesen Kampf um diese Widerstandsmarke führen kann, unterstützt von wieder steigenden Ölpreisen, nachdem die Lagerbestände einen Ticken weniger gestiegen sind mit 2 Millionen Barrel als erwartet. Das zieht den Ölpreis wieder ein Stück weit nach oben, nachdem es zunächst nach unten ging heute Morgen, nachdem der Streik der kuwaitischen Ölarbeiter beendet ist. Also da ist viel rauf und runter an den Märkten ohne ganz klare Richtung. Das gilt für das Öl, erst Schwäche, dann Stärke. Das gilt für den DAX, erst Schwäche, dann Stärke. Noch ist es sozusagen kein überzeugendes Bild, das sich hier bietet, wo man sagen kann, ganz klar, die Richtung ist klar. Der DAX will eigentlich nach oben, das kann man schon merken, das kann man schon spüren. Der hat seine Underperformance gegenüber den US-Indizes jetzt völlig eingeholt mit diesem starken Sprung. Dagegen dazu noch der Euro heute ziemlich schwach. Aber es gibt so kleine Bedenken, die ich nach wie vor habe, die betreffen weniger den DAX als die US-Indizes. Da sehen wir nämlich erstens eine ziemlich miserable Berichtssaison. Intel gestern, IBM davor, Netflix. Und das alles führt dazu, dass vor allem die Tech-Werte ziemlich schwach sind. Der Nasdaq hinkt hinterher, hinter dem Dow Jones und dem S&P. Und das ist normalerweise kein gutes Zeichen. Wenn ein Markt bullisch ist, dann ist der Nasdaq meistens stärker. Dann sind die Wachstumswerte meistens praktisch eine gewisse Avantgarde. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann muss man durchaus doch die Sorge haben, dass bei den Amis die Luft doch sehr, sehr dünn ist. Und das würde natürlich auch dem an sich starken DAX einen weiteren Anstieg erschweren. Heute wenig wirklich Wichtiges. Wir haben die anstehenden Hausverkäufe gesehen, die Pending Home Sales in den USA, ein Ticken über die Erwartung, aber praktisch nicht erwähnenswert. Wir hatten die Lagerbestände schon eben erwähnt. Wir hatten Erzeugerpreise aus Deutschland, die in Ticken noch geringer ausgefallen sind als erwartet, mit minus 0,1% statt unverändert. Und morgen, da ist die EZB. Was kann die EZB tun? Eigentlich nichts. Sie hatte ihr gesamtes Pulver schon verschossen. Und die Frage ist, wenn nichts kommt, dann wird eben auch der Euro möglicherweise die Chance haben, wieder sich zu erholen. Gehen wir gleich mal rein in die Charts, nachdem ich Sie hingewiesen habe, hier auf diese Seite finanzmarktwelt.de, heute wieder mit spannenden Artikeln reinschauen. Schauen wir jetzt in die Charts rein und gucken, was tut sich da. Und wir starten gleich natürlich mit dem DAX, der hier eben in dieser Widerstandszone ist. Sie sehen das hier, es ist ein Kampf hier. Erst geht es unter die 10.300er Marke. Wir haben damit eigentlich das maximale Abwärtspotenzial im kurzen Zeitfenster, nämlich die 10.100er Marke, die ja ein wichtiger Widerstand war, jetzt eine wichtige Unterstützung ist, haben wir nicht mal entfernt ist angelaufen, was zunächst mal für den DAX spricht, für die Stärke des DAX spricht. Jetzt muss eben nur noch die Dynamik da nach oben kommen, damit dann eben das noch wichtigere Kursziel, nämlich das bei 10.520 hier aus September, aus dem Frühling oder aus dem Frühjahr hier, aus dem Februar war es, Januar war es, als hier dieser Abverkauf begann. Da haben wir diese 10.520er Marke als wichtigen Widerstand gesehen, als wichtige Marke gesehen, die dann so schnell eben nicht mehr erreicht wurde. Es wäre also das erste Mal seit Januar, dass wir diesen Stand dann einholen würden. Der DAX hat eigentlich schon das Potenzial und den Willen, das zu tun. Wie gesagt, es gibt nur einen kleinen Bremsklotz und das könnten die Amerikaner sein. Schauen wir uns die gleich mal an. Da sehen wir hier den Dow Jones. Gab ein bisschen Schwäche, nachdem der Ölpreis zunächst mal nicht so genau wusste, wohin. Nach den Lagerbeständen, aber der Chart, auf den ich raus will, das ist eigentlich dieser Chart und da sehen Sie hier den Dow Jones dunkler Chart, der Nasdaq ist der orangene Chart und wir haben jetzt durchaus doch eine ziemlich große Lücke zwischen Dow und Nasdaq, also die Tech-Werte, die performen schlechter und das ist wie gesagt möglicherweise ein Frühindikator dafür, dass jetzt eben einfach nach oben die Luft ein Stück weit raus ist bei den Amerikanern. Schauen wir uns das Öl an, das kann hier zulegen nach den Lagerbeständen. Ging zunächst rauf, dann aber auch wieder runter, jetzt wieder rauf. Wir haben noch Luft bis zum Widerstand 32,50, 32,70, diese Zone etwa, die könnte angesteuert werden. Schauen wir uns den Euro an, pardon, der unter der 1,1320 schon war,
Nachdem wir hier gestern das Top leicht übertroffen hatten im Bereich 1,1385, dann dieser ziemlich heftige Abverkauf, eigentlich nachrichtenlos. Das Ganze hat dem Dollar-Yen geholfen, der jetzt allerdings auch wieder so ein bisschen Schwäche zeigt, nicht mehr ganz so robust ist. Das Gold, das zeigt sich wenig verändert, 1253, ebenso Silber, nach wie vor sehr, sehr stark nach dem gestrigen bombastischen Anstieg. Und dann noch zwei Aktien zum Schluss. Das eine ist die Commerzbank, die zunächst mal gut dastand heute im Handel, die dann allerdings das Problem hatte, dass Blessing, der scheidende Vorstandsvorsitzende, dann auf der Hauptversammlung sagte, ja, 2016 wird es schwierig, die 2015 erreichten Ziele zu erreichen, und eigentlich wollte man ja besser abschneiden in 2016 als 2015. Jetzt muss diese Prognose also total kassiert werden. Man rechnet sogar damit, möglicherweise die 2015er Ziele nicht zu erreichen. Das hat die Aktie und die Aktionäre schockiert. Die Aktie ging runter, und Schock ist genau das Stichwort hier. Das ist Mitsubishi, der japanische Autohersteller, der zugegeben hat, bei 625.000 Fahrzeugen die Abgaswerte manipuliert zu haben. Man spricht in einem Statement dann aber nicht von Betrug, sondern hält sich da ein bisschen windelweich, vermeidet dieses Wort. Gleichwohl ist es das. Nissan hat sehr viele Fahrzeuge von Mitsubishi bekommen, und bei Nissan ist es auch aufgefallen. Also das ist praktisch die japanische VW-Story. VW heute sehr, sehr stark, möglicherweise, weil man jetzt eben nicht mehr so ganz alleine ist mit den Betrügereien, weil sich eben zeigt, das ist durchaus ein branchenübliches Phänomen. Die anderen Autobauer haben entspannt reagiert, aber ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass man den einem oder anderen doch noch nachweisen kann, dass da etwas nicht sauber gelaufen ist. Also, der DAX kämpft an der Widerstandsmarke. Mehr kann man dazu noch nicht sagen. Eigentlich will er nach oben. Die Amis könnten das Problem sein. Das muss sich noch zeigen. Wenn die Tech-Werte wieder anspringen, würde auch das Problem sich erledigt haben. Und ich wünsche einen schönen Feierabend. Bis dann. Ciao. We'll be right back.